Mein Name ist Alexander Becker. Ich bin seit 2014 beim VfL Gummersbach als Kreisläufer aktiv. Bin 25 Jahre alt, gebürtig aus Mannheim. Habe dort auch angefangen, Handball zu spielen. Bin dann dort über drei Stationen bei den Rhein-Neckar-Löwen in der Jugend gelandet. Danach in Friesenheim, anschließend in Neuhausen und seit 2014 in Gummersbach. Mein Vater hat auch Handball gespielt in Mannheim. In dem Verein habe ich dann eben auch das Handballspielen gelernt. Ja, die Stadt lebt das, das merkt man hier. Weiß jeder, wer beim VfL spielt hier in Gummersbach. Die Leute kennen einen und das macht natürlich auch riesig Spaß. Ist auch manchmal mit etwas mehr Kritik verbunden als vielleicht in anderen Städten. Aber ich denke, gerade dieser kleine Ort, der diesen Handball so lebt, macht es auch einfach besonders hier. Neben dem Handball mache ich noch ein Studium in Ansbach. International Management heißt der Studiengang. Also der Traum, Bundesliga zu spielen, ist zum Glück schon wahr geworden. Da bin ich auch stolz drauf und freue mich echt jedes Mal, wenn ich wieder in der Bundesliga auflaufen darf. Ansonsten sind natürlich noch andere Ziele, mich weiter zu etablieren. Vielleicht, wenn es geht, irgendwann nochmal europäisch zu spielen. Das wäre natürlich auch noch ein großer Traum. Also ich denke, unser letztes Spiel war auf jeden Fall gerade in den letzten Minuten nicht unser Bestes. Wir haben da nicht das gezeigt, was wir wollten. Natürlich ist es auch relativ schwierig mit so vielen neuen Spielern, da schon alle Laufwege und alle Taktiken perfekt einstudiert zu haben. Aber ich denke, dass wir das in Zukunft auf jeden Fall noch hinbekommen. Wir trainieren dafür täglich und geben hier immer Gas im Training. Und ich denke, dass das auf jeden Fall auch noch kommen wird. Ich glaube, vom Teamgeist her passt es auf jeden Fall. Wir verstehen uns untereinander. Wir haben auch neben der Platte Spaß zusammen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir das noch auf die Platte bekommen.